Für die ehemalige Orthopädie in der Hoyerswerder Altstadt gibt es offenbar einen neuen Interessenten. Entsprechende Verkaufsverhandlungen bestätigte am Mittwoch eine Klinikumssprecherin. Fest steht aber offenbar, dass der Anbau mit Schwimmhalle abgerissen wird. Die Stadtverwaltung hat Fördermittel in Höhe von 160.000 Euro über ein Programm zur Brachflächenrevitalisierung beantragt und im aktuellen Haushalt verbucht. Seit dem Umzug der orthopädischen Klinik im Dezember 2004 steht das Gebäude leer.